Hallo ihr Lieben, heute richtig rum und mit meiner alten Kamera. Ich weiß, dass die Qualität hier schlechter ist, aber es ist einfacher. Ja, gestern habt ihr gesehen, gestern stand Rapunzel Kopf, das kann passieren. Ist egal jetzt, ich werfe jetzt den Blick hinter die Kulisse und möchte wissen, was ist bei Onkel Otto los? Es tut sich gerade gewaltig viel. Bisschen Stück weit noch verschiedene Stationen, die ich so mitbekomme im Seelenpartnerprozess im Kollektiv. Aber irgendwo, irgendwie ist auf jeden Fall im Otto-Team zurzeit viel Transformation sichtbar. Und ich schaue jetzt einfach mal. Was denn los? Spirit. Bitte eine Karte, die beschreibt, womit Phoenix Rising, der Phönix steigt aus der Asche empor ins Licht. Ja, der ist im Aufstieg. Er ist dabei, wirklich vorwärts zu machen, voranzuschreiten, die Dunkelheit zu verlassen und sein Wesen, seine Persönlichkeit so erstrahlen zu lassen, wie er es eigentlich verdient hat. Was sagen die Schamanen-Orakel? Also ich meine, das hat jeder Mensch verdient, aber manche Menschen sabotieren sich ja gerne mal selbst und ich glaube, das hat er für sich begriffen, dass man nicht immer kämpfen muss, um was zu erreichen, das in der Leichtigkeit häufig einfacher funktioniert. Die Schamanen sagen dazu, der Regenmacher ist unterwegs. Die hatten wir schon mal, ich habe aber nicht ganz behalten, worum es dabei geht. Ja, der Regenmacher. Der Regenmacher tritt ja auf die Bühne, wenn das Land vertrocknet ist und man weiß, es braucht ein bisschen Wasser von oben, damit das Pflänzchen blühen und sprießen kann. Der Regenmacher ist jemand, der Kraft seiner Gedanken sogar die Naturgewalten irgendwo beeinflussen kann. Also das ist jetzt ein bisschen, ne, wir wissen, das hat seine Grenzen. Es ist einfach nur eine Karte, die zum Ausdruck bringt, dass er begriffen hat, wenn er Dinge beginnt positiv zu manifestieren. Und wie gesagt, manifestieren, das macht man nicht, indem man hofft oder gerne hätte, sondern schon sieht, was kommen soll. Wenn er dabei ist, sich darüber, also oder wenn er sich damit auseinandergesetzt hat, sieht er ja seine Zukunft schon. Und braucht das Buch nicht, ist gerade wirklich auf dem Weg, was Neues für sich zu kreieren und zu gestalten. Die Glocken klingeln auch schon. Und ich nutze jetzt mal meinen Kartensalat, um zu gucken, wie ist die Energie heute auf seiner Seite? Was möchte das Universum euch mitteilen über ihn? Und ich mische das Deck einmal durch und gucke mal, was so mit will. Gehstandskarte. Sie will mit. Gar nicht so viel. Er ist echt aufgeräumt zurzeit scheinbar. Ich weiß, wird nicht für jeden sich stimmig anfühlen. Ihr wisst das. Es ist eine Kollektivlegung. Schaut einfach, inwiefern ihr damit jetzt in Resonanz geht. Ja, er hat sich auf den Weg gemacht, seinem Gefühl zu vertrauen. Er fühlt sich sehr verbunden mit dir und was ich sagte, er lässt tatsächlich diesen Kampfmodus zurück, weil er für sich begriffen hat,
Es tut ihm nicht gut, es tut euch nicht gut, es tut überhaupt niemandem gut. Und er wünscht sich diese Verbindung zu dir. Da ist er gerade wirklich kräftig dabei, sich stark für zu machen. Welches Thema? Hat er noch ein Schlagwort, was den Otto beschreibt, den Spirit? Empathie. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Konnte er auch nicht immer. Es hat ja eine lange Phase gegeben, da hat er nur den Tunnelblick gehabt. Ich, obwohl er jemand ist, der feine Antennen hat. Aber wenn du so in so einem Gedankenkarussell sitzt, ich muss arbeiten, ich muss Geld verdienen, ich muss dies und Sicherheit und Kontrolle, Kontrolle, dann vergisst du schon mal oder hat er schon mal vergessen, darüber nachzudenken, wie geht es dir denn in gewissen Situationen? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Der denkt nicht mehr ich, der denkt wir. Was sagt das Mondorakel denn an dieser Stelle? Ich mache es heute kurz. Es ist Zeit, in Aktion zu treten und von Herz zu Herz teile dir Folgendes mit. Also erstens fühlt er sich auf Seelenebene sowieso mit dir verbunden, egal ob ihr räumlich getrennt seid oder nicht. Er sagt dir, dass du tief im Herzen die Antwort auf deine Fragen sowieso schon kennst, wenn du denn dir gut zuhörst. Und der möchte dich nicht einengen und nicht einschränken. Er möchte, dass du tust, was für dich richtig ist. Und er steht dir auf jeden Fall freundschaftlich und wohlwollend zur Seite, zur Zeit, heute. Und das Heute schwingt immer noch ein Stückchen hinterher oder nach. Ja, habe ich schon mal gesagt. Ich finde das schwierig, so zu sagen, so und so viele Tage, aber so vom Gefühl her. 2 Tage plus, 2 Tage minus, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ab dem Moment, wo du das Video findest. Was beschreibt ihn noch? Es gibt mal wieder Post, meine Lieben. Und zwar ist da auch ein Herzchen drauf. Sind meine Karten. Privat. Gibt es auch nirgendwo, nur für mich, weil ich das halt selbst gemacht. Der ist gerade in einem Modus, wo er echt Bock drauf hat, sich mit dir auszutauschen, Herz-zu-Herz-Gespräche zu führen. Ja, der hat gerade eine sehr gute Energie scheinbar und möchte diese gute Energie mit dir teilen. Irgendwas wird er dir mitteilen in den nächsten Stunden. Was sagen die Engel der Liebe? Ich wollte es kurz machen. Wo sind wir? Ja, 10 Minuten kriegen wir hin. Oder sagen wir mal 12. Da soll es gut sein. Die Engel der Liebe sagen Folgendes zur momentanen Otto-Situation. Vergeben und lernen, Vergangenes abschließen, ne, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt, und das hat er begriffen. An dieser Stelle wäre folgende Affirmation hilfreich. Finde eigentlich. Ist egal, was ich finde. Hier ist die Fülle rausgesprungen. Die Fülle.
Und auf dieser Karte steht Folgendes. Wir kommen dann mit dem Fahrrad um die Ecke. Ich mache mal eben leise hier. Blicke auf das vergangene Jahr zurück. Sieh deine Fortschritte. Sieh das, was dich erfüllt hat. Und dann beginne zu staunen. Ja, und das dürft ihr alle mal tun. Also ich weiß, sind nicht alle schon ein Jahr unterwegs. Ich habe nichts auf der Stirn, das ist auf dem Handy. Es sind nicht alle schon ein Jahr unterwegs, aber es gibt etliche, die sind schon länger als ein Jahr unterwegs. Und wenn man dann wirklich mal den Rückblick startet, wo hat man angefangen im Seelenpartnerprozess, wo ist man jetzt? Ja, manchmal darf man dann auch staunen über die Dinge, die so passiert sind und wo man damals gestanden hat, wo man jetzt steht. Ja, und wenn du beginnst zu staunen, dann wirst du dir auch dieser Fülle bewusst, die da sich über dich und den Otto ergossen hat. Das ist die Kraft der inneren Zufriedenheit. Sie entsteht aus dem Gefühl der Dankbarkeit. Sie ist der Motor, um neue, göttlich inspirierte Ideen zu kreieren. Erkenne, Fülle umgibt dich überall und in jeglicher Form. Dies dankbar anzuerkennen bedeutet, dass du immer mehr davon in das Feld deiner Möglichkeiten ziehen wirst. Das ist das Ding mit dem Manifestieren, der Regenmacher. Eine Alchemie, die dich wortwörtlich erfüllt. Sieh diese Karte als Zeichen dafür, dass Fülle vorhanden ist, sich vermehrt und auch du fähig bist, deinen eigenen Wert zu erkennen. Die Aktivierungsformel hier lautet: Ich bin die Fülle und der Überfluss und nehme dich an die Hand, um mit dir gemeinsam aus der Vollkommenheit zu schöpfen. Sei bereit, dich selbst als wertvoll, wichtig und vollkommen zu erkennen, sodass ich die Fülle ausschütten kann. Du bist jetzt bereit für die Fülle, so möge es sein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass viele von euch schon bereit sind für die Fülle, weil sie ist auf dem Weg. Mal schauen, wie es weitergeht hier in diesem Theater. Ob ich morgen öffentliches Orakel mache, weiß ich nicht. Ich werde wohl morgen was in den Mitgliederbereich stellen. Mir ist heute die Zeit. Nein, ich habe heute meine Zeit anderweitig verbracht. Also werde ich jetzt hier nicht noch stundenlang orakeln. Ich wollte halt einfach nur kurzes Update geben. Also morgen, ihr lieben Members, morgen stelle ich wieder was online in den Mitgliederbereich. Seht es mir nach. Bin auch nur ein Mensch. Lasst es euch gut gehen und bis demnächst.